unser Studiogast, Fanprojektmitarbeiter Thomas Hafke und die Fankultur. Also die Fernbedienung ganz weit weglegen. Zu unserem Studiogast, meine Damen und Herren. Heute mal keinen aktiven Profifußballer, sondern jemand, der sich mit den Randgeschehnissen um den Profifußball beschäftigt. Nämlich Thomas Hafke ist zu Gast bei uns, Mitarbeiter des Werder Bremen Fanprojektes. Thomas hat einen Film im Gepäck, lief auch im Kino. Titel: Die Fans sind wir. Davon wollen wir gleich mehr hören. Herzlich willkommen erstmal, Thomas Hafke. Hallo. Ja, hallo, vielen Dank. Thomas, die Fans sind wir. Logischerweise, der Titel ist ein bisschen Programm. Der Film handelt über Fans, um die Fans. Wie bist du auf den Bolzen gekommen, auf die Idee gekommen, einen solchen Film herzustellen und zu drehen? Naja, das hat eigentlich den Grund darin, dass das Fanprojekt 25 Jahre alt geworden ist und ich überlegt habe, gut, wir haben da so ein paar Feierlichkeiten organisiert, wir haben das Fanprojekt gefeiert, aber was ist eigentlich mit den Fans in diesen 25 Jahren passiert? Wie hat sich die Fanszene denn entwickelt in den letzten 35 Jahren? Also einmal kann man sagen, sie hat sich rein äußerlich verändert, das auf jeden Fall. Also waren früher eben Kutten angesagt, das sprach man ja auch von den sogenannten Kutten, die hatten halt ihre Westen. Das wird auch sehr schön in dem Film erzählt, was so eine Weste bedeutet, wie so eine Weste hergestellt wird. Man hatte damals auch noch längere Haare, heute trägt man keine Westen mehr, sondern eher so sportlich, leger und trägt auch weniger längere Haare beispielsweise. Aber was sozusagen die Verbindung zu dem Spiel angeht und die Art und Weise, die Mannschaft zu unterstützen, da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, ist, dass die Ultras in letzter Zeit eben dazugekommen sind. Also in Bremen kann man sagen, seit 97, also das ist jetzt auch schon 10 Jahre, dass wir Bremen Ultras haben. Und die haben eben diese großen Kurvenshows entwickelt, wie man sie auch aus Italien kennt, aber wie man sie auch ja 10 Jahre lang, teilweise 10 Jahre lang hat im Weserstadion sehen können. Wenn ich mich so zurückerinnere in meine Jugendzeit, waren wir natürlich auch alle im Stadion, aber diese Gesänge durchgehend und auch diese Choreografie gewisser Sachen, das gab es damals eigentlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Also die Gesänge gab es auf jeden Fall. Also aber die Mannschaft wurde nicht so offensiv angefeuert wie in der heutigen Zeit. Ja, das wurde eher so versucht, muss man so sagen. Also das Vorbild, ein Fan erzählt das auch sehr schön, das Vorbild ist natürlich Liverpool, der Spine Cop, da wo man hingeguckt hat, wo sozusagen die aktivste Fanszene zur damaligen Zeit war. Und das hat man versucht schon nachzumachen, also durch Gesänge, durch Choreografien, wie zum Beispiel durch Klatschen, durch eine bestimmte Art zu pfeifen, eine bestimmte Art zu singen, eine bestimmte Art Schals hochzuhalten beispielsweise. Gibt es da richtig ein Drehbuch? Drehbuch kann man so in dem Sinne nicht sagen, aber Absprachen, denke ich, sind da schon vonnöten, sonst funktioniert das halt nicht. Und der harte Kern der Fans ist in der Ostkurve, also Stehplätze. Ja. So frei nach dem Motto, vor ein paar Jahren sitzen ist führen. Genau. Wollen da also stehen. Die wollen da weiterhin stehen. Die Fankultur ist ohne Stehen auch gar nicht vorstellbar. Also ich kenne keinen Chor, wenn er anfängt zu singen, der sich hinsetzt, sondern der steht dann auf. Ne? Gibt es da eigentlich eine Altersbegrenzung? Also wenn ich, sag ich mal, ich bin mit 20, 1970 das erste Mal im Stadion und entwickle da eine Affinität, dann bin ich heute Mitte 50. Bin ich dann trotzdem noch bekennender, stehender Fan? Gibt es sowas noch? Also selten. Ja. Das gibt es noch ganz wenige. Oder? Ja. Das ist eine Generationssache. Ja. Oder der eine wandert dann auf die Sitzplätze. Oder einen oben drüber. Nicht? Ja. Die meisten, die unten gestanden haben früher, die sitzen jetzt genau oben drüber. So. Und haben wahrscheinlich irgendwie zwickt's mal hier im Rücken oder ich weiß nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Wie begann denn alles? Kann man das irgendwie so zeitlich festmachen, wann sich erste Fangruppen gebildet haben? Ja, also man geht davon aus, dass das also schon mit dem Beginn der Bundesliga im Grunde genommen ein Phänomen ist. Und dann so in den 70er Jahren so richtig losgegangen ist. Also so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre dann die Fanszene entstanden ist, wie wir sie heute auch zum größten Teil kennen. Was unterscheidet denn die Jungs von damals, also auch vor 60, vor der Bundesliga, gab es ja packepickevolle Stadien. Tolle Aufnahmen, ich sage immer Berner Wankdorf oder Leipzig oder wo auch immer, die Endspiele, die waren immer toll besucht. Ja. Unterscheiden die sich einfach nur in der Organisation untereinander?
Ja, also das sind mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist sicherlich die Organisation, dass man sich also in Fanclubs zusammengetan hat, dass man dann aber auch einen ganz bestimmten Ort im Stadion aufgesucht hat, wo man sich zusammen hingestellt hat, dass man explizit Jugendlicher gewesen ist oder eben die heute die Fans, die sich zusammenschließen, sind Jugendliche und dass man die Mannschaft unterstützt, bedingungslos sozusagen, 90 Minuten. Und dass man eine bestimmte Kleidung trägt, die deutlich macht, dass man eben der Anhänger dieses Vereines ist. Mhm. So, und das ist mit den übrigen Zuschauergruppen, damals gab es das nicht. Die waren richtig auffällig sozusagen. Was ist denn eure Aufgabe vom Fanprojekt grundsätzlich? Betreut ihr die Jugendlichen? Begleitet ihr die auch? Nehmt ihr Einfluss? Also versucht ihr so ein bisschen in gewisse Bahnen zu lenken, weil die Diskussion über gewaltbereite Fans und nicht gewaltbereite Fans, das kocht ja immer wieder hoch. Ja, klar. Nee, also das ist schon unser Bestreben, also durch präventive Maßnahmen die Fans davon abzuhalten, dass sie halt gewalttätig werden. Also Gewalt im weitesten Sinne eben einzudämmen. Mhm.